Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII, das Remake, mit meiner Wenigkeit, der dufte Typ. Danke, dass ihr da seid. Danke auch an die Leute im Stream, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, wenn gelegentlich mal Kommentare vom Stream kommen, seht ihr die natürlich unten rechts im Bild. Ja, wir haben ein Date mit Tifa. Das ist cute, ich freue mich schon drauf. Mit der Ollen da unten, mit ihrem komischen Vogelnest auf dem Kopf, müssen wir leider auch nochmal reden. Male, die Filter sind ausgetauscht. Wir gehen wieder zur Bar. Na dann, viel Spaß. Gute Laune scheinst du ja auch schon reichlich zu haben. Meinst du? Eigentlich ganz normal. Geht ja doch mit dir. So gefällst du mir. Weiter so. Betrachte das als Vorauszahlung. Ich zähle auf dich. Okay. Oh, ich habe eine Mondsichel bekommen. Da wollen wir doch gleich mal gucken, was die eigentlich so bringt. Ausrüstung. Cloud. Kraftreif. Mondsichel. Nee. Verringert erlittenen Schaden, wenn der Charakter nicht aktiv gesteuert wird. Das ist doch genau das. Hoppla. Das ist doch genau das, was wir für Tifa benötigen, wenn wir sie gerade nicht aktiv steuern. Dadurch, dass sie ja eh schon weniger Lebenspunkte hat, jetzt würde ich eigentlich total gerne ihre Waffe nochmal umgestalten. Aber egal, wir wollen jetzt hier endlich mal ein bisschen weitermachen. Der Main Story entgegen. Spaß haben und... Oh, Moment, hier war Musik. Achso, das ist Prelude. Im neuen Techno-Remix. Ach, Midgar, du wunderschöne Stadt. Immer so sauber und aufgeräumt. Da wären wir. Bist sicher erschöpft? Naja, ein bisschen vielleicht. Freu dich. Nach der Arbeit kommt das Vergnügen. Wie wär's zur Entspannung mit einem Cocktail im siebten Himmel, dem Paradies in den Slums? Tifa. Ich glaube, ich brauch auch eine Pause. Sag mal, bleibst du denn jetzt in Midgar? Ja, das ist der Plan. Zumindest bis ich genug Geld zusammen habe. Verstehe. Okay, was willst du tun? Dich noch ein wenig in der Stadt umsehen? Ich glaube, in der Stadt gibt es nicht mehr so viel zu tun. Also, lass uns reingehen. Sind zurück. Wart ihr spazieren? Ja, genau. Los! Versammlung im Keller. Ich auch? Soll ich bei der nächsten Mission... Lenchen, du wartest draußen auf Jesse, ja? Mhm. Die nächste Mission. Sie soll morgen starten. Jetzt gibt's die Details. Vor eurer Besprechung hätte ich gern mein Geld. Das kriegst du auch. Aber jetzt habe ich Wichtigeres zu tun, du Raffzahn. Beeil dich, Tifa. Nimm's ihm nicht übel. Er kann halt nicht anders. Zum Trost. Setz dich. Was darf es sein? Was Starkes, was Einfaches. Naja, komm. Wir wollen ein bisschen auflockern. Wir nehmen was Starkes. Hast du was Starkes? Na? Den meisten meiner Gäste schmeckt er vorzüglich. Das wundert mich nicht. Sieh mal an, da kennt sich einer aus. Und was ist mit dem hier? Ein Cosmo Canyon, meine ganz eigene Kreation. Sieht toll aus. Ich muss los.
zum Wohl. Hast du schon gehört? Den Angriff auf den Makoreaktor haben die Staatsfeinde Avalanche verübt. Sie reden von nichts anderem. Wir sind richtig berühmt. Erstmal sind wir sicher. Zum Glück hat uns keiner erkannt, aber jetzt wird's ernst. Cloud, bist du weiter dabei? Wenn ihr ordentlich zahlt? Klar, versprochen. Dafür werde ich schon sorgen. Tifa soll dieses Mal auch mitkommen. Doch sie scheint gar nichts von unseren Plänen zu halten. Wer weiß, ob wir uns auf sie verlassen können, wenn's ernst wird. Hm? Ein nüchterner Typ wie du ist mir da weitaus lieber. Schließlich will ich nicht draufgehen, nur weil jemand halbe Sachen macht. Sollte mir eine Beschäftigung suchen. Ja. Na gut. Also, irgendwas wollte ich gerade... Ich wollte schon sagen, Tifa versucht jetzt Cloud abzufüllen mit 20.000 Getränken. Aber wer passt eigentlich auf die Bar auf? Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Können wir hier ein paar Sachen klauen? Hier ist die Kasse. Ui, was haben wir denn da? War ein seltsames Mädchen. Das ist wahr. Die Blume von gestern. Geht's hier irgendwie noch irgendwo weiter? Haben wir hier den Hintereingang? Aha, der ist einfach mies verriegelt. Da ist nix. Okay. Wollen wir mal zu den Leuten runter? Okay. Gucken wir uns doch erstmal das Ding an. Mit der Jukebox kann ich meine Lieblingsmusik hören. Schön. Wir haben zumindest Tifas Theme. Lassen wir die abspielen. Tifas Theme ist hier einfach angepasster. Aber ich hatte eigentlich gedacht, dass wir hier einfach hingehen können. Und dann funktioniert der Hase. Aber irgendwie, nee. Will nicht so, wie er sollte. Na gut, dann gucken wir doch nochmal hier. Vielleicht ist der Trick dann doch irgendwo hier zu finden. Das kennen wir schon. Hier ist das Ding. Hier ist es massiv dunkel. Also ich sehe hier jetzt nichts, was irgendwie interessant wäre. Abwarten und Tee trinken ist, glaube ich, auch nicht das, was wir machen müssen. Ach, wisst ihr was? Ich gehe einfach vor die Tür. Ich habe hier keinen Bock mehr. Auch das geht nicht. Yay! So, damit beenden wir. Damit ist das Spiel zu Ende. Wir dürfen hier in der Bar sein und das war's. Und das ist wieder so ein Moment, in dem die Kameraführung irgendwie nicht das Richtige macht. Nee, das passt nicht. Dann hätten wir schon irgendwo angezeigt bekommen. Leute? Könnt mich doch hier nicht alleine lassen. Was haben die denn hier für Cocktails? Kann man das lesen? Nee, viel zu verwaschen. Also da muss ich sagen, merkt man echt, dass die PlayStation 4 mittlerweile ein bisschen gealtert ist. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass die Grafik hier totale Grütze ist oder so. Aber man merkt halt eben schon, vor allem wenn man die Charaktere anguckt, also jetzt Cloud tiefer nicht unbedingt, aber halt eben so die jetzt da draußen stehen. Oh, apropos Leute, die da draußen stehen. Kann ich hier gegen das Fenster klemmern, hammern? Ich will hier raus. Lasst mich hier raus. Ich will gehen. Wo seid ihr? Wo ist Marlene überhaupt hin? Ich sehe sie nicht. Die sollte doch draußen warten. Ah nee, Quatsch, Blödsinn. Die ist mit Barrett runtergekommen. Ey, was haben wir denn da? Dart-Rangliste, siebter Himmel. Wetsch, tiefer. Okay. Können wir hier Dart spielen? Ja, warum nicht? Wie man Dart spielt. Mit X kannst du einen Dart verwerfen. Die geworfene Punktzahl wird von der Gesamtpunktzahl abgezogen. Aha.
Okay, man wirft jede Runde mit 3 Pfeilen. Ziel ist es, seine Punktzahl genau auf 0 zu reduzieren. Okay, probieren wir's. Okay. 301. Wie war das? Hey. Der schießt irgendwann einfach von alleine. Na komm. Nein! Das schaffen wir. Einmal in die Mitte. Der verzieht aber schon ein bisschen. Das heißt so ganz hundertprozentig... Ah, ich muss warten, bis der Pfeil klein ist und dann kann ich das machen. Und jetzt... Nein! Oh. Das wird hier ewig dauern, bis ich das geschafft habe. Aber anders kann man sich hier die Zeit nicht wirklich vertreiben. Neun! Single 2. Der mit. Okay, nochmal eine 50. Nächste Runde. Check. So, jetzt brauchen wir. Wir brauchen noch 50. Das heißt, wir schießen. Wir werfen einmal. Jawohl. Einmal dahin. Dann gehen wir auf die Doppel 20 nach Möglichkeit. Ups. Das war daneben. Ach ja, oder auf die 3x14. Das ist auch okay. Ne, wir bleiben bei der 20. Yay. Double 20. Und jetzt können wir auf die. Genau, auf die 2 schießen. Und kriegen eine coole Cutscene. Nee. Wie viel haben wir jetzt dafür gebraucht? 13 Würfe. Okay. Dann sind wir zumindest schon mal auf Platz 9. Hey, wir sind schon mal besser als Nelly und wer auch immer Nelly ist. Dann warte ich mal. Tja, bleibt ja wohl nichts anderes übrig. Aber das war zumindest, dass wir weiterkommen. Dartspielen ist irgendwie so eine Sache. Kann ich auch im echten Leben nicht. Hab gehört, du hältst nichts von dem Plan. Einfach mit netten Bitten ist Shinra nicht beizukommen. Das weiß ich ja selbst. Aber trotzdem... Ich weiß nicht weiter. Wenn du Zweifel hast, dann steig aus. Fertig. Du bist eher gegangen? Gab etwas Streit. Was ist? Noch ein Drink? Tifa, fahr was auf. Das haben wir uns alle verdient. Gern. Das nächste Ding drehen wir ohne dich. Okay, such dir was Neues. Das hatte ich ohnehin vor. Schließlich habt ihr noch nicht mal bezahlt. War klar, dass das kommt. Hier, das ist der Rest. Ich habe noch ein bisschen was draufgelegt. Damit sind wir endlich quitt.
So, dann lass uns mal allein. Wir feiern im kleinen Kreis. Hab's versucht. Sorry. Hat sich irgendwie so ergeben. Weißt du? Die anderen waren der Meinung, wir wären zu sehr von dir abhängig. Jesse, wo bleibst du? Oh, ich komme gleich. Sorry, okay? Kein Problem. Wenn du möchtest, können wir später reden. Wirklich nicht nötig. Jesse! Ich hab riesen Kohldampf! Bis später, Cloud. Okay, ich komme ja schon. Und Prost! Ja, okay. Habe ich kein Problem mit. Mann, das tut gut. Ihr seid alle komisch und ich gehe hier einfach raus. Du alter Schluckspecht. Treibt's nicht so bunt. Wir haben noch einiges vor uns. Wenn ihr der Meinung seid, dass ihr mich nicht braucht, ich brauch euch auch nicht. Von Shinra? Ha? Schnüffler von Shinra? Ja, hab gehört, der stolziert hier rum. Was ist hier los? Wart's nur ab, der taucht garantiert auf. Hey du, bist du von hier? Ja, schon. Dann kennst du vielleicht einen riesigen Typen mit einer Knarre als Arm? Er soll nämlich angeblich irgendwo hier wohnen. Kann schon sein. Du gefällst mir. Hast einen guten Sinn fürs Geschäft. 500. 200. 300. Na gut. Dann lass uns mal in Ruhe reden. Hier lang. Was bist denn du für einer? Gibt's was zu meckern? Was glotzt du so? Ich traue diesen Typen nicht. Aber ganz ehrlich, die haben mich rausgeschmissen. Also können die mich auch kreuzweise. Hey, aus dem Weg. Hauptsache das Geld stimmt. Und wenn die mir in den Rücken fallen wollen, dann gibt's halt eben Blitzhagel, Schwerter im Gesicht. Und was man halt eben sonst so macht. Einfach, also ich nenne es Clouds Schönheitschirurgie in den Slums. Damit kann man echt, glaube ich, ein super... Du hängst nicht besonders an deinem Leben. Ich glaube, da kann man super mit Geschäften machen in den Slums. Brauchst du eine neue, brauchst ein neues Gesicht? Kein Problem. Mein Schwert regelt das. Du gehst vor, alles klar? Ja. Und keine Angst. Mein Messer bleibt stecken. Vorerst zumindest. Meinetwegen, wenn ihr der Meinung seid, aufmüpfig zu werden, ich kann das auch. Also, wo steckt der Kerl? Du weißt's doch, oder? Muss ich mich wiederholen? Kann schon sein. Verschwende nicht unsere Zeit! Shinras Zeit, meinst du wohl? Ha, als würde unser Boss nach Shinras Pfeife tanzen. Schön für euch. Oh, wie cute. Aber hey. Kennt ihr den schon? Ey, der schießt ja. Das ist super einer. So, Kommandos sind offen. Dann wollen wir mal analysieren. Halunke A, B, C und D. Wer hat am meisten Lebenspunkte? Halunke B hat noch am meisten Lebenspunkte. Dann gucken wir uns den noch mal ein bisschen an. So, ihr mögt kein Feuer. So, so. Na, wenn das so ist, dann weiß ich ja, was meine nächste Attacke ist. Und zwar auf Halunke B. Guck mal. Oh, das war's schon. So, du machst hier einen auf MG. So, dann wollen wir nochmal Magie. Oh, guckt euch das mal an. Slow-Mo Cloud bewegt sich hier. Macht er ihn noch? Ja, macht er also noch. Einen Kerl mit Gewehrarm, ja? Nun ja, also. Was wollt ihr von ihm? Woher soll ich das denn wissen? Ich habe einfach nur meine Befehle befolgt. Und au! Bring mich bitte nicht um! Tja, das hätte ich dir vorher überlegen sollen. Hey, das reicht aber mal langsam hier. Ich mach Hackfleisch aus dir! Du bist gleich ein Sieg! Ja. Au! Wie ist das?
keine Ahnung, aber wie ist der hier? Ich verfluche dich. So, sowas dachte ich mir doch. Du bist gleich ein Sieg. Scheiße, schnell nachladen. Und einmal kurz Magie. Guck mal. Burn, Baby. So. Was will Shinra wohl von Barrett? Naja, geht mich nichts an. Und jetzt zu Slum-Regel Nummer 1. Ab ins Bett und ausruhen. Genau. In der Zeit trampel ich noch auf euren Körpern rum. Das ist nämlich auch unglaublich entspannt. Der Boden ist weich, wenn da so Körper drauf liegen. Und ist gemütlich, alles schön. Naja, dadurch, dass wir jetzt eh schlafen gehen, brauchen wir uns auch keine Tränke reinschmeißen. Weil ich glaube, eigentlich, hoppla, eigentlich hätten wir die, ja, wir haben ganz schön Schaden erlitten. Gibt es hier irgendwie noch irgendwelche Quests oder so, die offen sind? Nee, ich glaube Aufträge, ja, gibt es wirklich immer nur eine bestimmte Anzahl von. Das heißt also, es ist auch relativ locker gelöst. Und, hey, wo kommst du denn auf einmal her? Da bist du ja endlich. Hab dich schon vermisst. Oder auch nicht. Ich würde gern mit dir reden. Darf ich reinkommen? Gut. Es geht um Folgendes. Und wofür dieses Mal? Weil ich dich nicht mit an Bord holen konnte. Oh. Aber hast du es dir auch verdient? Du willst was. Du hast es erfasst. Die Sache muss aber unter uns bleiben, okay? Ich muss heute Nacht was klären. Ist etwas Persönliches. Heute Nacht? Ja, in Sektor 7. Kannst du mich vielleicht bis zur Platte raufbringen? Die Details sage ich dir unterwegs. Von mir aus gerne. Aber was ist mit dem Einsatz morgen? Den habe ich nicht vergessen. Aber die Sache kann leider nicht aufgeschoben werden. Also, hilfst du mir oder hilfst du mir nicht? Das ist die Anzahlung. Da drückt die mir einfach eine Summon in die Hand. Das ist doch wohl ein Joke. Den hätte es eigentlich... Kleinen Moment, wo hätte es Ifrit eigentlich gegeben? Lass mich überlegen. Viel, viel später. Viel, viel später. Das, die erste, im alten Final Fantasy ist die erste Summon, die man bekommt. Schokomoppel. Okay. Mit Beschwörermateria kannst du mächtige Verbündete, sogenannte Esper, herbeirufen. Esper können nur im Kampf gegen spezifische Gegner heraufbeschworen werden. Die Materia löst dabei eine Beschwörungsleiste aus. Sobald diese voll ist, kann die Esper beschwört werden. Beschwörte Materia werden in einem speziellen Materia-Slot von Waffen angebracht. Es kann nur eine Materia zur gleichen Zeit verwendet werden. Aha. Wie ich das sehe, sind wir vor Morgengrauen wohl nicht wieder hier. Also pack alles ein, was du brauchen könntest. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Sehr interessant. Genau, das. Baloo hat völlig recht. Wen muss ich dafür töten? Kampfberichte 1 von 4. Ah, beendet. Hier gibt's noch. Aha, okay. Bei Gegnern, welche schwach gegen. So läuft das ab. Okay. Man kann hier halt eben so, man hat diese Kampfberichte, das ist mit dieser Analyse erledigt. Und ja, je mehr man davon aufsucht, man muss hier verschiedene Teile sozusagen beenden, dann geht das Ganze auch sehr interessant. Ausrüstung. Aha, man bekommt extra einen Materia-Slot dafür, das ist ja krass. Ja, dann Ifrit auf Max. Auf Max. Her damit. Also, ich bin mal gespannt, wie der aussieht. Ich freue mich schon, den im ersten Kampf einzusetzen.
Trotz allem werde ich mich hier erstmal ausruhen. Ja, ich möchte mich ausruhen, damit meine Lebenspunkte wieder gefüllt sind. So. Jetzt komme ich zu dir. Wie nett. Du bist da draußen? Ja, gut. Ich mache die Tür zu und gehe schlafen. Ja, solange kein... Hallo. Guten Morgen. So, Jesse. Bist du bereit? Lasst uns mal losgehen. Okay, komm gegen Abend zum Bahnhof. Ich zähle auf dich. Wenigstens stimmt der Lohn. Aber sowas von. Wenn du das Kapitel einmal erfolgreich abgeschlossen hast, steht die Kapitelauswahl zur Verfügung. Damit kannst du schnell zu verschiedenen Stellen im Spiel wechseln, um fehlende Aufträge zu erledigen oder liegengelassene Gegenstände einzusammeln. Aha. Damit machen die sozusagen hier die Open World vermutlich. Ist mal interessant. Bürgerwehr kennen wir schon. Stadtplan. Wähle mit. Oh. Heute Nacht fahren keine Züge mehr. Die haben die späten Linien gestrichen. Aus diesem Grund haben wir uns die hier geliehen. Damit kommen wir rauf. Könnt ihr Gedanken lesen? Du hast dich in letzter Zeit so seltsam benommen. Du warst immer ziemlich geistesabwesend. Das hat man irgendwie voll gemerkt. Entweder das oder total aufgedreht. Und wie schließt ihr daraus, dass ich nach oben auf die Platte möchte? Sagt nicht, ich habe Selbstgespräche geführt oder so. Klar, dass man vor so einer Aktion nochmal die Eltern sehen will. Nicht wahr? Ihr habt mich erwischt. Und so dreist, wie wir nun eben sind, haben wir uns einfach mal mit eingeladen, wo wir doch selbst keine Eltern haben. Hm. Leben deine noch, Klaus? Hä? Nein. Okay, dann fahren wir halt alle zusammen. Geteiltes Leid ist schließlich halbes Leid. Ja! Oder doppeltes. Hey Jungs, habt ihr eure gefälschten IDs dabei? Klar, was denkst du? Dann los, ihr Schnarchner! Voll das Vorhaben, festhalten, nix! Wir dürfen jetzt schon Motorrad fahren. Klaus! Ja? Lass mir rauffahren. Hab nur am Rande was mit meinen Eltern zu tun. Also, die Explosion in Reaktor 1 war viel zu stark. Das lag doch an Markogasen. War es nicht so gewesen? Ja, das habe ich zwar gesagt. Doch ich glaube, es war in Wirklichkeit meine Schuld. Ich habe viel stärkeren Sprengstoff benutzt, als in meinen Plänen stammt. War wohl keine so gute Idee. Klartext. Was steht an? Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Von Shinra? Wie willst du das schaffen? Du hilfst mir doch sicher, oder? Okay, ich bin mal gespannt. Wir können hier... Kontrollpunkt passiert! Ab jetzt wird es etwas schwieriger. Was meinst du damit? Um diese Uhrzeit ist der Tunnel eigentlich gesperrt, sobald Kontrollpunkte durchfahren werden. Wird Alarm ausgelöst. Ganz genau. Ernsthaft? Na super. Ausgezeichnet. Ach, kein Problem. Wir haben ja Klang dabei. Hast du bei Soldaten gelernt, wie man so eine Maschine fährt? Ja, gab viele Motorrad-Einsätze. Bon. Man muss hier auf jeden Fall auch Hindernissen ausweichen. Das ist zumindest im alten Motorradfahren schon mal was gänzlich anderes. Das gefällt mir. So. Wir haben hier Distanzangriff, Blocken und solche Spätchen. Bist du da vorne?
Und wir können hier noch Kette geben. Das ist herrlich. Ja, geil. Sogar die Art und Weise, wie man die Attacken macht, ist gleich geblieben. Oh, der gehört gar nicht zu uns. Warum sagt man das keiner? So, dann müssen wir mal schauen, wo hier noch mehr von den Dudes kommt. Ah, anscheinend von da hinten. Da vorne. Einfach draufpacken. Geht schon. Oh, da hätte ich springen können. Das wäre lustig gewesen. Mega cute. Kann ich hier zwischendurch eigentlich? Nee, ich kann nur pausieren. Ich dachte, hier Lebenspunkte aufrüsten. Das ist nebenbei eine wahre Aussage. Je öfter. Ja, fuck. Au! Je öfter man. Je länger man nämlich schnell fährt, umso langsamer kommt es einem vor. So. Distanzangriff. Ah ne, mit links ein. Oder auch nicht. Na komm. Packen wir dich einfach runter da. Voll geil. Motorrad! Alles gut. Elite-Kämpfer. Achso, Moment. Nee, oder? Das klingt ja nicht gut. Der hat eine Granate. Au, sag ich doch. So, und der nächste. Aber Distanzangriff L1. So, ich muss L1 gedrückt halten, um diesen Distanzangriff anzuwenden, und dann kann ich Sturmklinge machen. Ah, okay. Jetzt habe ich geschnallt. Okay, das sind Freunde. Au. Mal ein bisschen ausweichen hier. Wow. Und jetzt aber. Anvisiert und Distanzangriff. Yay, so funktioniert das. Müll. Noch mehr Müll. Drohne. Oh, da hätte ich springen können. Aber egal. Wir kommen gut durch gerade. Glaube ich. Mal gucken, was hier noch für komischer Kram auf uns warten wird. Ah, oh, das gefällt mir. Das gefällt mir so massiv. Dieses Motorradfahren fand ich nebenbei schon bei Final Fantasy 7 bombastisch gut. Also beim alten. Ah, da ist... Meldung von Soldat. Einer ihrer Männer nimmt die Verfolgung auf. Verstanden. Oh, das ist uncool. Soll das heißen, er kommt? So. Ja. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen Action machen. Okay, ihn zuerst und einmal kurz blocken. Okay, hat funktioniert. Mal blocken. Und jetzt geben wir noch mal ein bisschen Kette. Ich hole dich mir. Au. Was ist los mit dir? Jetzt habe ich. So, jetzt fehlt noch dieser komische Soldat-Dude, würde ich behaupten. Nee, schade, ich wollte da drüber springen. Direkt zum Bahnhof? Nein, zu den Abstellgleisen. Hm, nur schade, dass meine Spritztour mit dir jetzt schon zu Ende ist. Sehr schön, aber wir sind schon mal oben. Kann ich nicht hören. Kannst du wohl. Da kam gerade was. Oh, halt dich hin. So geht's ja nicht. Einmal dich hier wegmatchen. Sind ja schon unterwegs. Hallo. Und da drüben ist auch noch einer. Nee. Verdammt. Voll daneben geschlagen. Aber egal. Zack, zack, zack. Und dich kriege ich auch hin.
Smack. So, jetzt habe ich das langsam mit dem Achso, du gehörst zu uns. Ach, da kommt schon die nächsten. Schade, dass die von hinten ranzoomen. Weg hier, bevor dieser Freak auftaucht. Roger! Wieso hauen die ab? Weil jetzt die Elite kommt. So, wo ist er denn? Da ist er. Wenn man nicht aufpasst, hängt das Leben einem ab. Das macht nichts, ich hole dich trotzdem. Du mit einer Lady? Da kommt was runtergefeuert. Darf ich mich einklinken? Nein, darfst du nicht. Wohl nicht was? Na gut, wie wär's stattdessen mit einem Rennen? Nee. Mit wem denn sonst? Vergiss es. Was? Ich feuer dir einfach ein paar Fernattacken zu. Du bist so langsam, deine Worte kommen bei mir nicht an. So, wenn der Typ ausgezeichnete Frage, junge Dame. Sich umdreht, Leute, mich genau, machen wir einfach. Ich selbst bezeichne mich als einen Geschwindigkeit-Junkie. Du hast ja doch. Deine hübsche Stimme kommt nope. Bei mir an, Kleine. Ist sehr eklig. Herrlich, ich habe jetzt schon richtig viel Spaß. Das ist schön für dich. Den brauchen wir dran, als Fernkampf gerade. Und Sprint. Auch du kriegst einen Fernattack von mir drauf. Doch noch fährst du nur, statt das Fahren zu leben! Dein Motorrad, der ist weit mehr als nur ein Transformer. Da kommt gleich eine Attacke. Teil von dir werden. Du musst es nur zulassen. Also mal schön hier Verteidigung ansetzen. Habe ich ihn getroffen? Ich hoffe. Und jetzt gibt's ein Ende hier. Hast du genug? Noch lange nicht. Als würde ich vorzeitig aus diesem Rennen aussteigen. Hoppla! Bis die Motoren zum letzten Mal aufräumen, möge der Bessere triumphieren. Wie ist das? Der Höhepunkt des Kampfes! Jesse, lenk du mal. Nächstes Mal tragen wir es alleine aus. Alles klar? Mal sehen. Yippie-yay! Gut gemacht. Dem hast du es gezeigt. Freut euch nicht zu früh. Weg hier, bevor die Verstärkung kommt. Mega gut. Endlich sieht man auch mal andere Leute von Soldat. Nicht schlecht. Nicht schlecht was? Gefahren. Das musst du mir nicht sagen. Naja, allerdings ist bei dir ehrlich gesagt noch etwas Luft nach oben. Na und? Könntest dich also ruhig noch ein bisschen mehr reinhängen. Dann fällst du runter. Sehe ich etwa zerbrechlich aus? Sag's. Halt dich ordentlich fest. Huch. Was ist? Was? Wer ist um mich geschehen? Ha? Reingelegt. Da hinten ist es schon. Das ist
ist unser Ziel. Ab hier laufen wir. Ist nicht mehr weit und so fallen wir weniger auf. Die Brille ist viel zu eng für mich. Hübsche Augenringe. Ich schufte halt Tag und Nacht für euch. Ja, ja. Schon gut, ihr beiden. Kommt, los. Aha. Wunderbärchen. Aber an dieser Stelle gibt es erstmal einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Let's play Final Fantasy VII wieder. Oder für die Leute im Stream. Bis in 5 Minuten.